Hallo Leute, so ich wollte mal nach langer Zeit wieder mal ein Video machen. Ich bin halt mal wieder mit meinem Gespann unterwegs, mit meinem Brockengespann. Heute geht es aber nur mal eine kleine Runde durch die Landschaft. Ja, wir haben nur noch ein bisschen Schnee. Ich wollte mal an den See fahren und mal gucken, wie das so isolationstechnisch mit meinem Wagen hier hinhaut. Also ich werde jetzt nicht übernachten. Da habe ich jetzt nicht Zeit zu. Aber ich habe mir schön was Warmes zu trinken eingepackt und habe einen kleinen Brenner mitgenommen. Das ist jetzt zwar kein Heizbrenner, aber irgendwas, was warm macht, das probiere ich dann mal aus. Ja, hier habe ich allen möglichen Mist reingeschmissen. Mir noch was Warmes zu trinken mitgenommen. Ja. Das ist mein Brenner. Muss ich aufpassen, dass ich mir nichts anfacke, sonst sieht das dann aus wie hier außen. Naja, düsen wir mal los. Ja, und immer dieses Gerenne, um die Kamera zu holen, hinzustellen. Und naja, immer dasselbe. Wollte ich es noch mal zeigen, damit es auch mal dem Zuschauer bewusst wird. Ja, hier ist jetzt doch etwas matschig. Ja. Dieser alte, hucklige Kuddel hier. Muss man richtig langsam machen. So, ich würde sagen, jetzt ist erstmal Schluss mit Vorbeifahrtvideos, sonst komme ich halt nicht mehr an den See. Ja, fahren wir mal. Hier ein paar Pfützen. Muss man auch langsam machen. Immer noch keine Schutzbleche am Rad. Das haut man sich schön ein. Was für ein Gehuckel. So, aufpassen. Hier dürfen wir plus 70. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja.
wird ja immer heftiger hier. Naja, langsam aber stetig kommen wir vorwärts. Hier haben wir schon den See. Jetzt muss man hier schon vorsichtig machen. Hier wollte ich nämlich runter. Jetzt geht's aber schnell. Oh, schöner Platz. Oh, habe ich eine ganz schöne Bremsspur gelassen. Naja, wenn man das Handy hält, die Kamera hält, kann man halt nur mit einer Hand bremsen, ne? Grüße an Thomas aus Bitterfeld, den habe ich nämlich hier im Sommer einen Tag vorm Fahrradwohnwachentreffen genau diesen Platz gezeigt. Der hat dann hier übernachtet. Schönes kleines Fleckchen. Man könnte auch ins Wasser gehen, aber ich glaube, ich tippe heute nur mit dem Fußzeh mal rein, wenn überhaupt. Ja, da wären wir also. Es ging ja heute nicht allzu weit. Das sind ja bloß 6 Kilometer von mir zu Hause oder so. Aber ganz ehrlich, zu mehr habe ich jetzt auch keine richtige Lust. Schau mal, meine Handschuhe. Ja, so langsam wird es hier auch duster. Wir haben es jetzt kurz nach um 4. Sonne ist schon, na gut, noch hinter den Wolken, aber dann irgendwann auch komplett weg. Ganz in der Nähe, in diese Richtung hier, ist dann dieses Jahr auch das Wohnwagentreffen, was der Jörg ausrichtet. Und ich wollte mal einen Brenner ausprobieren. Ich habe jetzt erstmal das provisorisch mitgenommen. Das ist jetzt genau das Teil, mit dem ich hier außen meine schöne Maserung gemacht habe. Ist jetzt kein wirklicher Heizer. Normalerweise bräuchte ich auch hier irgendwo eine Abluft, das ist vollkommen klar. Sollte man also nicht dauerhaft machen. Ja, ich denke mal, es ist ganz gut, dass das Teil hier nach vorne die Wärme rausschießt. Also ich stelle das dann auf kleine Flamme. Wenn das jetzt nach oben gehen würde, dann wäre mir hier ratzfatz das Dach weg. Ja, hier ist die Tür und eigentlich soll das dann mal hier hin. Also hier wollte ich irgendwie einen kleinen Abgang machen, das hier so verkleiden mit Alu. Wärmeschutzblech. Ja, müssen wir mal sehen, was ich da noch mache. Aber ich denke, jetzt geht es erstmal so für den kurzen Test und muss dann natürlich recht schnell die Tür wieder aufsperren. Ich will noch mal gucken, wie schnell das hier drin warm wird und wie viel Heizleistung ich dafür subjektiv brauche. Na gut, ziehen wir Schuhe aus. Das ist halt immer noch so ein Ding in so einem niedrigen Wohnwagen. Man muss immer gucken, dass man keinen Dreck hier reinschleppt. Also irgendwann baue ich mir vielleicht auch mal was Größeres mit einem richtigen Fußraum. Das hat schon Vorteile. So, jetzt schälen wir uns mal hier rein. Schuhe hier drunter. So, und dann machen wir zu hier. So, grundsätzlich ist es auch ohne Heizung erstmal nicht so kalt hier drin. Lass mal ein bisschen hier zurecht wursteln. Naja, ich habe einen schönen Schlafsack mit.
Also mal gucken, wie klein ich den stellen kann. Mal schauen. Ich stell den mal hier hin. Also wie gesagt, mir ist bewusst, dass ich hier relativ schnell lüften muss. Ich werde mal gucken. Also das hier ist so die Entfernung, wo man sicher nicht mehr verbrennt. Man könnte jetzt hier meinetwegen auch, man könnte das schon verwenden, wenn man hier quasi wie eine Büchse hat, mit einem Abgang am Ende, dann könnte das Ganze auch horizontal rauspusten, also die Flamme. Also ich kann hier die Hand davor halten und es ist jetzt, also es ist nicht so, dass ich mich jetzt hier verbrenne. Das sind so 10 cm. So, das heißt, hier mit der Scheibe kann eigentlich auch nichts mehr passieren. Ich weiß noch aus Erfahrung, wenn man hier Gas verbrennt, das kondensiert doch ganz schön schnell. Na gut, das tut es jetzt auch durch mich selber. Also hier ist schon, geht das schon los. Ich kann es jetzt hier nicht ewig machen. Ich kann das ein paar Minuten anlassen. Also ich brauche hier definitiv noch eine richtige Entlüftung. Ansonsten füllen sich hier die zwei, wie wissen das, ja, nicht mal 2 Kubikmeter relativ schnell mit Verbrennungsgasen. Ja, muss man immer sehr aufpassen. Ja, ich muss aber sagen, also das ist jetzt vielleicht 2-3 Minuten an. Das Brennerchen. Hier steht er. Es wird relativ schnell warm. Also da braucht man wirklich nicht viel. Also das, die Flamme, das wäre schon zu viel. Auf Dauer jetzt. Also ich brauche irgendwas, dass ich viel weiter runter dosieren kann. Aber dafür ist der halt nicht gedacht. Der ist halt zum Arbeiten. Ich kann es hier noch ein bisschen. Mal gucken, was ich schaffe. Bevor er ausgeht. Ja, man kann ihn runterstellen. Ja? Sieht man es noch? Ja, als man so klein gestellt. Manchmal geht er dann aus. Macht dann keinen Sinn. Grundsätzlich muss ich auch sagen, ich habe jetzt in meinen alten Wohnwagen, also vom letzten Jahr, mal reingeschaut. Und ja, also wenn ich mit Holz arbeite, muss ich erstens Fungizid streichen. Der ist innen herrlich verschimmelt. Ich mache demnächst mal ein Video dazu. Weiß ich nicht, ob ich den retten kann. Ich mache es jetzt mal aus hier. Nicht, dass irgendjemand sich noch Sorgen macht, wenn er das Video anguckt. Lass mal kurz Luft rein. Ja, Frischluft. Ja, aber die ist kalt. Es kann sein, dass ich den nächsten Mal aus Styrodur baue und nur noch die Unterkonstruktion aus Sperrholz und Holz, wie ich das hier gemacht habe mit den Latten. Weil man hat doch immer das Schimmelproblem und das Isolationsproblem. Also gerade wenn man einen winterfesten Camper haben will, dann muss es irgendwas aus Styrodur sein. Und ich denke, die 3 cm, die habe ich mir inzwischen so geplant, das ist ganz gut. 2 cm habe ich schon da, das geht relativ schnell kaputt. Das knickt dann einfach, bricht dann einfach durch. Aber die 3 cm sollten stabil genug sein. Auch für die Dämmung sollte das vollkommen ausreichen. Ja, mal gucken, was ich da anstelle dieses Jahr. Noch warm, habe ich zu Hause gemacht, Brüsseltee. Hört ihr es? Da draußen gehen Sirenen. Da hat bestimmt gerade einer bei der Feuerwehr angerufen und hat gesagt, da steht so ein Verrückter mit so einem komischen kleinen Wohnwagen am See rum und macht mit dem Gasbrenner Feuer drin. Gleich kommt die hier angerauscht mit 5 Einsatzfahrzeugen. Mal schauen. So, wie gesagt, Heizer habe ich ausgemacht, braucht man nicht unbedingt. Ich denke, man könnte auch so hier gut drin nächtigen, wenn man hier einen gescheiten Schlafsack hat. Man muss halt nur für Belüftung sorgen, weil das habe ich auch schon am Brocken gemerkt, wo wir da übernachtet haben mit dem René, dass das schon arg kondensiert. Also auch wenn es hier drin richtig schön hübsch hell ist, werde ich das auf Dauer hier nicht so lassen. Ich denke, dass ich wenigstens das Dach mit Styrodur mache. Ich selber brauche es auch nicht so hell, ich will es eher dunkel und kuschelig haben. So, machen wir kurz das Nickerchen. Mal gucken, wie sich das hier so anfühlt, ob mir das auf Dauer nicht doch zu kalt wird. Ich denke mal nicht. Der Boden ist gut gedämmt. Ja, ich 4 cm, 5, 5,
5 cm Styropor drin. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Und dann noch zusätzlich diese Matratze hier. Ich denke das mal. Moment. Ja. Hier diese blaue Matratze. Dafür wollte ich mich nochmal bedanken beim Alex Reh, der mir das geschickt hat. Den gibt es auch bei YouTube. Das ist eben der diesen Vorgänger Holzbau, der mir beim Fahrradtreffen so gefallen hat, beim Fahrradwohnwagentreffen gebaut hat. Und das war ja quasi die Steilvorlage für dieses gute Stück jetzt hier. Okay. Ist ganz angenehm. Kann nicht meckern. Sehr schön. Schauen wir mal, wie es draußen aussieht. Ja, wir haben es inzwischen 4:30 oder so. Ja, ich muss ja wirklich noch was gegen das Kondenswasser machen. Aber das Problem haben ja viele. So, gucken wir mal raus. Jetzt müsste Sommer sein und ich kann schön baden gehen. Naja, kommt bald wieder. Ja, langsam wird es dunkel. Ja, räumen wir mal wieder zusammen. Ja, so langsam wird es jetzt richtig knackig. Ich brauche jetzt unbedingt meine Handschuhe. Und ja, Mütze, Kapuze. Puh, ja, mal gucken, halbe Stunde bis heim. Mehr war es ja nicht. War nur eine kleine Mogelrunde, um mal so zu tun, als ob. Man merkt, es geht leicht wieder Richtung Sommer. Leicht. Es ist 5 und immer noch ein bisschen hell. Also das ist schon mal eine Verbesserung von einer halben Stunde, wenigstens einer halben Stunde im Vergleich zu Heiligabend. Ja, auch wenn es ziemlich kalt ist, schon recht beschaulich hier. Jetzt wird es gleich richtig duster. Die Sonne ist so gut wie weg, aber es geht doch fast nur noch bergab. Also ich bin dann in einer Viertelstunde wieder zu Hause. Jo, hier geht es mal richtig schön bergab. Gerade wenn der Schwung am schönsten ist, kommt dann hier so eine richtig fiese Welle. Ein schlafender Polizist. Oh Gott, oh Gott. Hier ist nochmal so ein Ding. Jetzt können wir wieder Gas geben.
So, jetzt ist es wirklich richtig duster, aber wir sind noch gleich zu Hause. Nur noch ein Kilometerchen oder so.